Ich stehe heute hier mit Marleen Grösche, der Vorsitzenden des RCDS in Göttingen, und ich stelle ein paar Fragen zu Ihrem diesjährigen Parteiprogramm. Hallo. Hallo. Und ihr positioniert euch eindeutig als ideologiefrei. Wie passt das mit dem Christlich zusammen? Das Christlich ist nicht im religiösen Sinne zu verstehen, sondern steht für die christlichen Menschenwerte, die wir wie Freiheit oder Ähnliches vertreten. Das ist einfach die Grundlage unseres Vereins, des RCDS, und deshalb keine Ideologie. Die Ideologie ist daraufhin angesetzt, dass der linke Asser momentan oder besonders die linken Gruppen ihre Ideologie durch ihre ganze Arbeit vertreten, durch ihre Veranstaltungen, durch den Ausbau des Kulturtickets und Ähnliches. Und dem stehen wir kritisch gegenüber und möchten das, wenn wir wieder im Asta sind, anders machen. Der von euch ideologische Asta genannt, den lehnt ihr ab. Aber welche, gerade wegen Veranstaltungen, die antisexistisch, antirassistisch sind oder die von ihm veranstaltet werden, welche Alternativen stellt sich denn der RCDS zu solchen Veranstaltungen vor? Wir lehnen die Veranstaltung natürlich nicht grundsätzlich ab, nur wir denken, dass die Veranstaltungen schon sehr das linke Klientel der Studenten ansprechen, und eine Studentenvertretung sollte für alle Studenten da sein. Deshalb auch Veranstaltungen machen, die die breite Masse interessieren. Als Beispiel dafür können wir nennen unsere Veranstaltung mit Kristall vor einem Jahr, als wir mit der ADF im Asta waren. Die Veranstaltung hat großen Anklang unter den Studenten gefunden. Der Elber-Hörsaal war voll. Es gab viele gute Rückmeldungen der Studenten. Und solche Veranstaltungen möchten wir, wenn wir wieder im Asta sind, mehr durchführen, die mehr Studenten ansprechen. Warum lehnt der RCDS ein allgemeinpolitisches Mandat ab? Wir sind der Meinung, dass eine Studentenvertretung sich nur mit hochschulpolitischen Themen befassen sollte. Zum einen, weil die Gelder der Studenten darauf verwendet werden. Zum anderen auch, wenn man sich allgemeinpolitisch äußern will, kann man das gerne außerhalb der Hochschule in Parteien, in Jugendorganisationen oder Ähnlichem tun. Aber die Studentenvertretung hier sollte sich nur mit hochschulpolitischen Belangen beschäftigen. Wie passt das Thema Rundfunkbeitrag, das ja jetzt ein allgemeinpolitisches Thema ist, dann in das Programm des RCDS? Rundfunkbeitrag und GEZ sind natürlich allgemeinpolitische Themen, aber wir stellen den Bezug zu den Studenten her, weil wir der Meinung sind, dass Studenten und auch Auszubildende statt den jetzigen 17,50 Euro nur noch 5 Euro Rundfunkbeitrag zahlen sollten. Dafür haben wir eine bundesweite Kampagne, der RCDS ist ja bundesweit organisiert, gestartet für die Senkung des Rundfunkbeitrags, weil wir der Meinung sind, dass viele Studenten, wenn man BAföG bezieht, dann muss man den Rundfunkbeitrag ja nicht zahlen, aber viele Studenten, die kein BAföG beziehen, haben auch lediglich 500, 600 Euro im Monat zur Verfügung, und da sind 17,50 Euro im Monat doch viel. Das wird auch quartalsweise abgebucht, also alle 3 Monate 50 Euro zur Verfügung haben nicht alle Studenten, deshalb setzen wir uns für diese Senkung ein. Unser Motto ist sach- und serviceorientiert, wir wollen für die Studenten da sein, und ich denke, dass es ein Service ist, wenn wir den Studenten ein Ersparnis der Rundfunkbeiträge von 17,50 Euro auf 5 Euro ermöglichen, uns dafür einsetzen. In 30 Sekunden, warum sollte ich den RCDS wählen? Man sollte den RCDS wählen, weil wir uns für sach- und serviceorientierte Hochschulpolitik einsetzen, wenn wir nächstes Jahr im Asta sind. Dazu gehört zum anderen, dass wir verantwortungsvoll mit den studentischen Geldern umgehen, keine enormen Personalkosten wie der jetzige Asta verursachen wollen, dass wir uns für Veranstaltungen einsetzen und Veranstaltungen durchführen werden, die alle Studenten interessieren. Wir wollen Kleinigkeiten ändern, wie mehr Kaffeeautomaten, das ZAG sanieren und Ähnliches. Deshalb vom 17. bis zum 19. RCDS wählen.